Ja, für alle die jetzt erst dazugekommen sind, Moska 5 vs. Team Empire in der Join Dota Masters 15 Halbfinale. Best of 3 und nach einem Remake und nach noch mehr Leuten, die AFK sind und noch mehr keine Ahnung, durcheinander, sind wir jetzt endlich im Draft. Und ja, das erste, was wir sehen, ist, dass Resolution jetzt den Draft macht und nicht Joki, der anscheinend lang genug für AFK war. Außerdem ist tatsächlich Joshi City Aloha Dance und nicht Gustavs Gedöns Joki. Na gut. Ex und Treu waren, das sind genau die beiden, wo ich mir nicht sicher war. So, okay, das sind eigentlich genau die Cores, die beide Teams spielen. So, okay. Es ist jetzt halt Pick den Firsten, den Ersten oder wie machen sie das? Aber anscheinend ist es ganz anderes, okay. Ja, aber Team Empire macht das ja eigentlich sehr gerne. Sie spielen sehr gerne was ganz anderes und dominieren damit trotzdem. Das ist schon leider zu oft vorgekommen. Die sind da sehr Ja. flexibel, was ihre Drafts angeht. Das ist ein Vorteil, auf jeden Fall. Habe bisher nur so die berühmten Menschen gesehen, Joki auf dem Axe und so Dinge. Aber Tiny Wisp habe ich glaube ich auch schon von denen gesehen. Aloha Dance auf dem Wisp. War auch ganz cool. Außerdem haben wir jetzt ja Illidan, von daher müssen sie wahrscheinlich eine Anti-Mage-Strategie draften. Ist halt so. Also, was sollen wir machen? Ich glaube, Illidan spielt auch eigentlich so ziemlich jeden Carry, solange er allein auf die Lane gelassen wird. Ja, das stimmt. Je härter der Carry, desto besser. Ja, harte Carry sollte Illidan dann drauf haben. Ja, Tiny Wisp wollen wir auch nicht mehr sehen. Ja, schade. Aber Juggernaut, wer hätte das gedacht? First Pick Juggernaut. Und Vengeful Spirit, oh, wer hätte das gedacht? Aber hier ist Lark immerhin das erste von dem aggressiven Lineup, was ich von dir mal sehen will. Ja, bis jetzt scheinen beide Teams sehr aggressiv zu draften. Mit Ja. Brew natürlich. Kommt sehr früh online, macht sehr viel Spaß. Ja, es sind halt irgendwie alles Helden, die halt fighten wollen. Was halt einen super Match wahrscheinlich hergeben wird. Und jetzt, wenn halt die genau die Supports dafür rausnehmen, ich gehe mal davon aus, dass Dazzle noch hier rauskommt. Es war halt nicht die fetten Dinger da, aber keine Ahnung, Dazzle ist halt auch so ein Held, wo gefightet wird. Ansonsten als weitere Fighting Supports, was fällt uns da alles ein? Witch Doctor zum einen, der jetzt auch wieder ganz gut dabei Ja, ist. alles, was eigentlich relativ guten Heal bringt, sustainen in den Fight, wo man überleben kann. Viper ist ja auch schon raus, leider. Ja, komm. Also, Viper ist. Also, es ist ekelhaft, gegen zu spielen und zum Zugucken ist es halt so ein. Ja, gut, es steht halt so ein grünes Monster dort und das stirbt nicht und haut Damage raus. Ist jetzt nicht so unbedingt der interessanteste Hero zum Gucken, will ich jetzt mal so sagen. Ja, stimmt schon. Oh, und merkt halt so Midgame-Fights mit Viper, das ist wie mit Brewmaster. Ja, genau. So ungefähr, nur das Zeit vom Brewmaster. Ja, doch, eigentlich sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Aber Ancient Ambition ist raus, na gut. Weiß ich nicht, irgendwie Witch Doctor würde ich jetzt mal so denken, dass er hier auf jeden Fall betrachtet wird. Ob er jetzt gebannt wird jetzt oder gepickt wird später. Aber es ist halt so, Witch Doctor hat sehr viel zugelangt. Ist halt jetzt irgendwie da drin und besonders wenn wir so Midgame-Lineup haben. Vielleicht auch eher auf der Seite von Team Empire, weil in Moska 5 haben wir ja den Healing Ward, die den Sustain bringen sollte. Oder zumindest ist halt nach dem Fight wieder hochregen. Von daher könnte es eventuell eher Team Empire sein, die hier den Witch Doctor holen. Tusk tatsächlich gebannt. Oh, sein Lieblings-Support-Hero wurde gebannt. Ja, gut, Helden, die Spaß machen. Oh, ist auch Ja. interessant zu sehen, dass das Tusk in letzter Zeit wieder öfter gespielt wird. Ja, ich würde es nicht verstehen. Also, Alliance hatten das mal versucht, Support Tusk mit dem Snowball halt hauptsächlich jetzt safe. Das konnte ich verstehen. Aber den Rest? Keine Ahnung. Es ist witzig, ja, aber keine Ahnung, ob das jetzt so. Ich glaube, es liegt auch da hauptsächlich daran, dass ich noch den Walrus Punch noch nicht so ganz verstanden habe, wie der funktioniert. Aber das ist ein Held, den ich glaube ich erst einmal gespielt habe, von daher kein Wunder, dass ich es noch nicht so ganz. Ja, glaube ich, habe nicht mehr die Ability durchgelesen. Ja. Und da ist er, der so. Na gut.
Der soll für Team Empire, Witch Doctor sollte dann egal werden. Night Stalker. Super aggressiv auf Moskau 5 jetzt hier. Auf jeden Fall. Und Night Stalker auch sehr stark gegen alle Formen von Supportern eigentlich. Ja. Nimmt sie auseinander, wobei tatsächlich Dazzle schwierig für Night Stalker sein kann. Weil Solo-Kills auf Dazzle ist halt Rave TP und weg. Ja, und gut, da wird's deswegen hat er ja einen Silence, der relativ lang ist, wenn er das. Ja. Ja, stimmt auf. Also gut, TPs sind klar, deshalb musst du halt auf die Void warten und dann TPen. Und wenn du dann die Silence bekommst, auch mit Rave TP besser. Ja, du hast recht. Das Night Stalker ist da schon ganz gut. Und halt außerdem Dazzle Slark würde ich noch gerne sagen, bevor wir weitergehen hier. Dazzle Slark. Slark ist halt auch so ein Held. Dodge, Dodge. Dann, wenn er low wird, Shadow Dance an. Im Shadow Dance hielt er sich selber hoch. Dazzle hielt ihn wieder hoch. Und wenn der Shadow Dance dann aus ist, hat er wieder weiter 5 Sekunden Grave. Also Slark wird sehr lange hier überleben, glaube ich, wenn er am Anfang nicht gebürstet wird. Das ist ziemlich cool. Ja. Und dann kam auch direkt der Witch Doctor Pick von Moskau 5 im Nachhinein. Mhm. Natürlich. Ich hätte gesagt, er wird nicht gepickt, von daher wird er gepickt. Ganz klar. Aber ich weiß nicht. Invoker. Also ja, Pounce haben sie für den Sunstrike vorzubereiten und sie haben einen Magic Missile. Aber so dieser perfekte Setup sehe ich jetzt hier nicht von Team Empire. Aber muss aber auch nicht unbedingt sein. Ist halt auch so ein Hero, der Early Game nicht so viel drauf hat, aber Mid Game dann halt abgeht. Und ich glaube, es wird ein Timing Fight, hauptsächlich. Also wenn Slark und Invoker online sind, das ist super. Wenn Moskau 5 früher online kommt mit Nightstalker, Brewmaster oder Juggernaut Gangs, dann sieht es halt eher schwieriger aus. Von daher würde ich jetzt persönlich mehr den Fokus auf die Laning-Phase legen und da mehr gucken, ob welches Team am Anfang halt mehr zurechtkommt. Weil das sind beides Midgame-Lineups und für irgendjemanden beginnt das Midgame später und die könnten eventuell ein bisschen zurückgehen. Was sagst du zu? Ja doch, aber ich glaube Invoker ist auch irgendwie sehr ähnlich wie Nightstalker in der Mitte. Es ist halt, er farmt ein bisschen, dann irgendwann fängt er einfach an, Supporter rauszunehmen. Dann hat er sein Orchid und dann macht der Held auch eigentlich nur noch Spaß. Es macht auch sehr viel Spaß, Invoker beim Spielen zu zuschauen. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist halt. Wenn die Meatballs fliegen und die Sunstrikes kommen, ist halt die Frage. Weil Orchid Invoker mit Gank wie Nightstalker-Style kann man halt spielen, aber weiß ich nicht. Also sieht man eher selten. In dem Fall tatsächlich könnte hier ein Quas-Vex-Invoker doch eine coole Sache sein. Weil der Silence ist sowohl auf Brewmaster, Nightstalker und Juggernaut ziemlich geil. Und Witch Doctor generell. Long-Range-Tornado, wo du halt auch quasi von der anderen Hälfte der Map den Death Ward abbrechen kannst, hat halt auch was. Daher könnte es vielleicht besser sein. So viel zum Setup von Sunstrike. Ja. Und so viel für einen Quas-Vex-Invoker. Kann man noch machen, aber AP into Invoker-Kombos. Mit dem Meatball, mit dem Deafening Blast und mit dem Sunstrike. Das ist, glaube ich, etwas, was Team Empire hier nicht abgehen wird. Resolution Invoker habe ich bisher, glaube ich, noch nicht so, also noch nicht live gesehen. Aber ja, ich glaube, da ist relativ klar, dass es ein Exort Invoker wird, einfach wegen dem Damage, den sie machen können, weil die Control mit Venture Spirit, mit ein bisschen was vom Slark und mit der Magnus IP haben sie halt einfach. Ja, definitiv. Tja, Moskau 5 braucht noch einen Support. Morphling ist noch drin, aber ich glaube, ich will unbedingt Morphling Support sehen, beziehungsweise ich will Support Morphling selber mal spielen. Es ist Support Patch und Support Morphling, habe ich jetzt letztens erst gesehen. Support Patch halt von Jenkins von Leviathan und Support Morphling hat einen Rave, glaube ich, ausgepackt. Hast du das Support Morphling schon mal gesehen? Nee, noch nicht. Okay, ja, ich auch noch nicht vorher. Hatten sie Support Morphling ausgedacht, ich habe gedacht, was soll das? Und dann irgendwann hattest du nach 25 Minuten, hattest du halt einen Morphling Support, der halt Strength gemorpht hat und dann hattest du halt einen Support, der 2000 Leben hatte und Adaptive Strike macht 4,25 Sekunden Stun auf eine Range von 1800. Das ist halt so, was? Das ist ja komm, wupp, Stun. 10 Sekunden Cooldown, 4,4 Sekunden Stun und halt hat eine Escape. Er kann Illus machen, wo der Gegner nicht den Schaden umdrehen kann und ja, wie gesagt, der Stun. Also extrem mächtig. Ja. Würde ich auch gern mal sehen. Ja. Na gut, aber Shadowfiend. Ja, Shadowfiend als letzter Pick passt da recht gut hin. Wir haben jetzt irgendwie drei Midlaner, aber irgendwas werden sie schon machen. Dann schauen wir mal, wie die Lanes sind. Es sieht tatsächlich. Okay, nach dem Illidan Mitte aus, ja. Und ein Resolution geht auf die Bottom Lane.
Das ist doch sehr interessant. Aber ich glaube, wir schauen uns erstmal Moskau 5 an, die zumindest zusammen erstmal vielleicht Jungle Invade machen wollen. Allen voran Screen auf dem Nightstalker, PGG, Support Witch Doctor, Salander auf dem Brewmaster, ZXC, ja, keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern, wie ausgesprochen wurde, aber jetzt gerade irgendwie nicht. Auf dem Jugger und ja, was hatte ich vergessen? Necroman auf dem Shadow Fiend. Dann wird nichts passieren. Oh ja. Toplane alleine Jokey. Auf dem Magnus. Und. Wow, Alola Dance sehr aggressiv hier auf der Venge fürs Bild vor. Aber. Um jetzt von der Fly. Hinter auf dem Dazzle. Illidan übernimmt den Slug und ja, Resolution auf dem Invoker schon angesagt. Die Bottomlane wird wohl die Rune sein, die ein bisschen contested wird hier. Da schauen wir mal, auf der Top-Rune haben wir halt auch ein paar Leute, die sich prügeln, aber es sieht tatsächlich so aus, als ob Moskau 5 die Bottom-Rune bekommt, aber es war eine Fly. Ist hier ein bisschen gepancaked zwischen vielen Helden. PGG hat ihn hier nicht gescoutet. Ach, ich glaube, ich habe ihn gescoutet. Aber er wird sehr schnell beim Tower sein und PGG hat mit einer Kass genug nicht mit Damage. Aber oben auf der Top-Lane haben wir First Blood. Noch gerade so rechtzeitig. Ja, da hat das Slender nicht aufgepasst. Er hatte keine Highground Vision, stand hier und wurde dann von Slark gecatcht, während Vengeful Spirit noch dazu kam und dann war das Ja, easy okay. First Blood. Ja, easy, aber was für eine Fly. Apropos easy. Solo-Lane hier. Stun kommt, Cast kommt, Spin kommt und da was für eine Fly ist tot. Okay, ja, hat natürlich einen Grave, aber das wird ihm nicht so viel helfen. Wenn jetzt die Akku toggeln und dann. Oh! Okay. Ein letzter Void, aber von oben kommt Joki, der jetzt diese Lane übernimmt und holt sich ZXC. Okay, ich muss mir irgendwie jetzt ausdenken, wie ich den nennen will. ZXC ist es, ne? Ja, ZXC würde ich auch sagen. Ja, das stimmt. This name rings a bell. Ja. Aber ich fand für Moskau 5 unten halt schön, dass sie halt gesehen haben, okay, aus von der Fly ist hier irgendwie alleine. Irgendwie rotieren sie noch. Sie haben halt auch, glaube ich, hatten sie Joki gesehen mit den Wards hier. Haben halt im Radiant Jungle sehr viel. Und haben halt direkt gesehen, okay, der dauert noch, wir können hier einfach Go machen. Wo es von der Fly jetzt schon wieder ein Problem hat, immer noch Grave auf Cooldown. Aber schön hier durchgetankt wurde. Und sich nicht einsperren lassen. Eine Mitte Lane und Resolution von PGG ein bisschen geharrist. Aber Resolution weiß jetzt auch hier, dass oben kein Ward ist, sonst hätte der weitergeschossen. Ja, und ist den Safe-Pick zurückgegangen. Außerdem halt kein Kurier-Snipe. Holt ihn sich hinten ab. Wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Screen, Security, die Rune. Apropos, haben wir jetzt hier tatsächlich einen Support Nightstalker? Sieht so aus, ne? Sieht so aus, ja. Mal schauen, Level 2 ist er, aber. Ist halt Roaming. Muss aber auch Kills bekommen, sonst wird es schwierig, irgendwie auf Level zu kommen. Das ist interessant. Bisschen level-dependent, ja. Und wenn du nur als Ganker spielst und wirklich halt nur die Setups machst, dann geht es eigentlich. Und wenn du jetzt halt so Kills wie Resolution in der Mitte findest, das jetzt absolut nichts Besonderes war, Invis-Rune und Kill, dann kann das tatsächlich funktionieren. Interessant. Ist ja fast Level 3 schon. Als Roaming-Support. Läuft ganz gut für Moskau 5. Noch. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ah, oben passiert nichts. Wie sehen die Lanes aus im Prinzip? Wir haben Joki gegen. Ja, Joki gegen Slander. Slander kriegt hier erstmal weniger, da er aus Lane allein gelassen wurde. Das heißt, die Bottom Lane läuft ganz gut. Tatsächlich haben sie aber jetzt wieder geswappt. Illidan geht auf die Bottom Lane, einfach weil oben nichts zu holen ist mit der Tri-Lane. Illidan braucht Farm, wie du am Anfang auch schon gesagt hast. Joki rotiert nach oben auf den Magnus. Geht halt immer dahin, wo er die Offlane, die Solo-Lane vermutet. Ansonsten aber Illidan ganz gut mit Farm dabei, obwohl er jetzt quasi zweimal rotieren musste. Oder, ja, technically einmal. Tja, Necroman in der Mitte. Top Last Sits. Ist ganz gut dabei, aber Resolution ist komplett even, von daher die Mitte tatsächlich trotz dem einen Kill of Resolution noch nicht so eindeutig verloren. Und noch nicht wirklich zurück im Last Hits. Und der eine Kill, tja, zumindest in Items macht es gerade nichts.
Ja, ansonsten sieht so aus, als ob die Supporter von Moscow 5 gerade mal wieder in die Mitte rotieren wollen. Also Resolution noch nicht so viel Farm geben lassen wollen. Damit er nicht... Ja klar. Oben, Screen hat diesmal keine Invis-Rune bekommen. Das wäre jetzt auch so eine Sache, die Ward hat ihn gesehen, von daher zurück. 4 Minuten die erste Nachtzeit und direkt Screen mit der Rotation. Aber wird hier schön zurückgeskürt in den Tower rein. Und geht schön down. Joki Secret den Kill mit dem letzten Shockwave. Und auch schön gemacht, dass die Leute gesehen haben. Der Ward hat ihn tatsächlich da gerade einen Kill gebracht. Schöner Setup von Alola Dance. Einfach Magic Missile, Skewer und Overextensions. Ein bisschen vom Nightstalker. Ich bin gerade disconnected. So. Versuchen wir wieder reinzukommen ins Game. Ja, TeamSpeak ist ja immer ein bisschen mehr smooth mit dem Übergang von Disconnects und sowas. Ja, ist jetzt reconnected, warst aber auch nie disconnected, soweit ich das hier in der History sehe. Na gut. Funktioniert. Irgendwie bekommt Vive das immerhin. Naja, oder auch nicht. Kommt ja auch drauf an. Na gut, die Rotation von Screen wird jetzt hier schon wieder gesehen mit den Wards. Und da werden sie auf jeden Fall gucken, wie das ist. Aber Resolution und Alola Dance sind jetzt sowieso auf Necroman am Suchen. Und die Magic Missile kommt hier raus. Tornado ist drauf. Tatsächlich ein Quas-Wechsel-Invoker. Und mit dem schönen Cold Snap ist es da eine einfache Sache, den Kill zu holen. Aber halt wieder alles genau so, wie ich es halt nicht vorhergesehen habe. Ich habe gesagt, Resolution wird hier auf einen Exhort-Invoker gehen, einfach mit der API zusammen. Nope, wird er nicht. Na gut. Dann eben nicht. Und der EMP ist halt auch ziemlich fett. Jetzt der nächste Go of Screen und oh, die Magic Missile. Doch eine längere Reichweite, als ich wieder gedacht hätte. Und der nächste Kill of Resolution. Beziehungsweise Alola Dance mit der schönen Sniper-Venge. Also Kill-Stealer-Venge, so rum. Berühmte Killstealer Maiden. Dann haben wir auch Killstealer Venge. Tja, 5:2 für Empire. Mit einigen sehr schnellen Kills und ein bisschen unterschätzen von Moscow 5, würde ich hier sagen. Also Resolution haben sie halt einfach unterschätzt. Ja. Grave kommt raus. TP könnte man machen, aber Resolution ist erstmal da. Versucht das Ganze noch ein bisschen zu turnen. Screen kriegt tatsächlich nicht den Kill. Versucht wahrscheinlich zu diven, aber Fly ganz gut hier. Oh, versucht die Attacke abzubrechen, um sich nicht zu zeigen, aber hat das Auto-Attack an und stirbt hier. Oh man, auf der Bottom-Lane, auf dem weiter unten, holt sich die Venge noch den Kill aufs Screen. Und im Endeffekt haben wir 3:2 Trade. Okay, aber nur ein bisschen. Ist ein bisschen bitter, dass hier Fly einfach den Auto-Attack anhatte und deshalb einfach nicht juken konnte. Konnte sich nicht verstecken. Und sind wir aber 7:2. 7 Minuten, erste Grafen. Das haben wir 2000 vorne für Empire. Und auch ein XP. Ein bisschen was vorne. Haben aggressiver, haben die. Auch die Rotations gehabt. Hier Resolution hat das ganze Ding halt turnen können. Ja, definitiv und war eine sehr wichtige Rotation. Ja, zwei Kills daraus bekommen. Von daher wird es einiges. Geht doch hier direkt auf Orchid. Kein Midas Forest oder sowas. Einfach straight Orchid. Und ja, ein bisschen wenig Mana hat er. Ist halt schwierig, wenn man hauptsächlich Tornado benutzt und nicht EMP. Denn dann klappt man noch ein bisschen wenig Mana. Aber ja, je weiter er in seinem Orchid wird, desto mehr Mana wird er auch zur Verfügung haben. Und je mehr Mana-Regeneration ist da natürlich auch drin. Druck. Ja. Und währenddessen auf der Bottom Lane. You had one job. One job. One job. Guck da auf die Top-Lane. Ich habe auch auf die Top-Lane geguckt. Na gut. Na crap. Ja, Illidan geht ab ohne uns. Genau. Resolution, next kill. Ja, einfach Cold Snap ist halt auch zu hart. Kriegt er keine Raises mehr raus, das ist übel. 10:3 jetzt hier schon. Ja, besonders mit der Lord Dance, der perfekt immer da ist. Magic Missile und dann geht's ab. Ja, hat auch. Ihr seht ja, dass eines dann reicht und geht jetzt hier tatsächlich Wave of Terror zu skillen. 2-2-1 bisher der Bild. Und halt einfach zu sehen, okay, der Damage. Den Stun haben wir, die Control haben wir, also ab gegen Damage. Ja, was auch sehr interessant zu sehen ist, also hier ZXC trotz des quasi Solo-Top-Farms immer sehr weit hinter uns lag. Also die Kills machen sich da sehr bemerkbar. Okay, ja.
Bounces kommen hier raus, aber Omnislash, nein. Ja, Grave muss aktiviert werden. CXC ist jetzt hier drin, aber die Frage ist, ob er hier wieder rauskommt. Hat Omnislash verfügbar? Und auch mit der Creep Wave, die wunderbar ihm hinterherläuft, das ist halt ein richtiges Problem, da wird er nicht hinterherkommen. Aber auch Resolution, schön gesehen hier, okay. Den Kill kriegt Aloha, der ins erste AP des Spiels wird benutzt. My Screen, holy shit. Oh, jetzt mit der Fly macht er den meisten Damage. Killing Spree, 13 zu 3. Schade, dass ich gestern nicht die Spiele gesehen habe, aber die Spiele am Donnerstag, also das erste Viertelfinale hier, das war tatsächlich jedes erste Game, war ein Stomp. Und danach haben sich die Teams gefangen und haben richtig gespielt. Und jetzt, soweit ich das gesehen habe, nee, das zweite. Holy shit. Easy Kill gerade auf Yuki. Ja, gut. Omnislash. Das war einfach direkt hier am Tower lang gelaufen und kam Tippi rein und Easy Kill. Ja. Ja. Und Illidan war dann auch zu weit weg. Aber Illidan hat jetzt hier, gut, hat auch Shadow Dance, ist okay. Aber muss jetzt hier ein bisschen rumjuken. Hat auch keinen Pounce. Und mehr Movement Speed hat. CXC, wird hier noch eine Bounty ruhen und kann hochbotteln und kann jumpen. Ja. Oh, aber zu spät. Ich glaube, es wäre eventuell möglich gewesen. Naja. Aber nee, Quatsch, du hast ja noch die Cooldown der Bottle, wenn du halt erstmal die Bounty ruhen aktivierst und sowas. Ah, knappe Scheiße, aber wichtiger Kill natürlich für Moscow 5. Was ich eben sagen wollte, war die ersten. Ich habe halt gestern die Games nicht gesehen, aber ich glaube, es waren halt auch. Es waren keine direkten Stomps, also kein 1-2-2. Also, lose, win-win oder sowas für die Teams. Aber ja, die ersten waren halt alle Stomps. Und daher müssen wir jetzt hier gucken. Dieser Kill war wichtig, aber ob es genug ist, wird nur die Zeit jetzt. Wird nur die Zeit zeigen. Oh, Tornado daneben auf Slender. Bleiben sie das? Könnte jetzt hier rausgeswappt werden, aber Resolution ist schon wieder weg. Zieh die Creep 5 zurück. Und Moscow 5 muss entweder rotieren nach oben. Oder eben unten einen Kill holen auf Illidan. Wieder Ping kommt. Slow kommt da. Silence jetzt. Aber Shadow Dance direkt gechannelt hintereinander. CXC hat jetzt ein kleines Problem. Mal gucken, ob es reicht. Nein, es reicht nicht wegzukommen und screenen. Hat aber natürlich auch ein Problem. Trotzdem Illidan no shit. Illidan zieht einfach nur durch. Ist hier ein Early Grave gemacht. Better safe than sorry natürlich. Und. Was? Fly darf natürlich mit dem Tower alleine hinter Screen hier. Warum hat der Junge so viel Damage? 76 Damage auf Dazzle und einfach Auto-Attacken. Okay. That went not bad. Not good. Insgesamt, Moscow 5 versucht jetzt irgendwie Spots zu finden, wo ihre Carries farmen können. Necroman in den Wald gegangen ist. Genau. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ja. Also die Graphen für 12 Minuten sind auch okay, 5000. Es ist halt hinten, aber halt nicht so stompig. Ja. Ist keine 12.000 oder sowas. Aber ja, das ist halt das Problem, wenn sie halt in den Wald gehen müssen, um Space zu finden, dann... Ja, besonders weil Resolution ist auf dem Weg zum Orchid, braucht noch, was ist das, 900.000 Gold oder so? Ja, 1000 Gold. 900.000, nein, nicht 900.000, sondern 900 bis 1000 Gold. Für sein Orchid und dann wird er halt auch quasi das Wald für sein Zuhause und oh, PGG unten geht jetzt auch noch down. Hier der letzte Dark Pact Instanz ging noch durch, sodass er dann den Stun abgeholt hat. Und Illidan wird fett. Und Illidan wird auch gefeedet. Muss man ganz einfach sagen. 8-1. 8-1. Oh man, oh man, oh man. Wie sieht's mit Blinkdenkern aus? Joki bekommt den Balz. Lander ist an einem Bruchteil des Dingens dran. CXC wird da noch einige Zeit brauchen. Illidan kann jetzt kaufen, wenn er beim Blink der gehen will. Weiß ich nicht, ob er das will. Ob er die Solo-Kills holen will. Ich würde hier fast sagen, dass du halt einfach mit der Initiation von Magnus das nicht brauchst. Aber Smoke Rotation Richtung Mitte. Ja. Ich bin gespannt, sie wollen Resolution haben. Ja, der ist auch 3-1. Gut, nicht so viel wert wie Illidan, aber eventuell Aloha Dance wird es hier jetzt spotten. Ja. Und ja. Wird dafür mit seinem Leben bezahlen. Aber immerhin könnten wir jetzt hier Counter Rotation sehen, besonders mit Joki mit der Invis-Rune. Da könnten wir halt einiges sehen. Wir sind schon sehr aggressiv, weil Illidan von unten kommt. PGP ist schon wieder down. Necroman channelt den Ulti, aber ein bisschen zu weit hinten. Die AP auf 2.
Jetzt würde ich sagen, können sie dagegen Damage rausfahren? Nicht so wirklich. Der hat hier immerhin gemacht, ein bisschen Zeit verkackt, verbraucht. Aber Illidan geht hier down. Screen lebt immer noch. Fly diesmal nicht so overextenden für den Last Hit. Und tja, das lief nicht so gut, wie Empire das gehofft hatte. Support für Illidan? Nein, nicht wirklich. Irgendjemand sollte die Healing Ward töten? Irgendjemand? Na gut, dann nicht. Wenn nicht, Jockey kommt von hinten, versucht das Ganze noch mit der Haste-Drohne zu machen. Aber gut, hat jetzt Blink-Skewer. Mal schauen, ob er jemanden zurückholt. Ja, holt hier CXC zurück. Haben sie den Damage dafür, um den Down zu bekommen? Bisschen Ulti channelt, aber jetzt Brewmaster Split wird eingewendet, um Schlimmeres zu verhindern. Die Frage ist, ob sie was daraus bekommen. Resolution versucht das hier zu juken. Sieht nicht so gut aus. Das nochmal benutzt. Defensive Swap, aber es sieht trotzdem nicht so aus, als ob sie es turnen können. Doch, sieht so aus, als ob sie es turnen können. Der Damage fehlt nämlich jetzt irgendwie. Slender. Ulti ist vorbei. Cold Snap. Oh, kein Crit. Kein Crit. Und jetzt der Ghostwalk. Schön gemacht. Und Slender muss halt einfach raus DPen. Und die Magic Missile verändert ihn sogar dann noch. Resolution dreht sich sogar wieder um. Sagt sich, das passt schon. Und Greedy, aber es funktioniert. Dominating für Resolution. Dominating für Jokey. Der irgendwie auf der Rückseite noch Juggernaut mitgenommen hat. Fight Recap, ja. 0 zu 3. Oh. What a fight. Ja, insgesamt, ja. Auch wenn alle Leute von Empire die ganze Zeit nur am Rotaten sind, sie holen die nötigen Kills und das merkt man auch. Ja. Von Lorenz, jetzt Death Ward, okay. Er hatte gehofft, dass er noch ein bisschen Zeit hätte. Er hat gesehen, dass er gemainfightet wurde oder gesolofightet wurde. Der wird aufpacken, so, hey, solo kann ich, aber Jockey war noch in der Nähe. Ich glaube, es sah auch nicht so aus mit den Leben und dem Mana, sah es eigentlich nicht so aus, als ob der wiederkommen wollte. Es war halt so ein, Leute, so, hey, ich hab hier einen, komm schon, bitte komm. Na gut, okay. Ich hab hier ja, wirklich einen. Ja, genau, das ist hier drauf. Faceboots aktiviert ist mit Faceboots einfach schneller als der Jugger. Geht auch nicht mal zum Ende, von daher wird er noch sehr lange schneller sein. Damit sie die Sentry gestellt, dadurch ist halt auch klar, dass die Ward hier oben sein muss, weil sonst hätte sie nicht sehen können. Aber, naja, 22-2 ist ja trotzdem so eine Sache. Illidan 8000 Networth, ist 3000 Networth vor Necroman auf dem Shadow Fiend. Der halt auch so ein Held ist, wo du halt vorausbleiben musst. Von daher sieht es da absolut nicht so gut aus. Obwohl Necroman doch schon mit den Raises einige Damage macht. Shadowblade Illidan. Ja, nicht vielleicht ein bisschen greedy. Besonders wenn er die Elo-Runen sowieso bekommt, die Invis-Runen sowieso bekommt. Also du schon findest hier das Screen und der, ja, alleine wegkommen so ein Problem und die letzte schöne Last-Hit mit, ist kein Last-Hit, überlebt hier noch mit 70 HP, aber Illidan ist da, okay. Mit der Invis-Rune. Ups! Ja, und apropos unterschätzen. Das Requiem sollte man nicht unterschätzen. Ja, super greedy von Illidan. Auch mit dem Leben bezahlt. 2 zu 1 jetzt hier der Trade. Das schönes Comeback von Moskau 5, die dadurch. Ja, 1000 Gold, 2500 Erfahrung rausbekommen. Das sind halt die wichtigen Kids, die jetzt kommen. Ja, definitiv. Ja, merkt auch, Shadow Fiend ist aufs Mechanism gegangen, was, glaube ich, schon in den Fights sehr wichtig ist, wenn besonders in den Early Fights. Und es macht halt einen Unterschied. Ja. Ja, Mecha Shadow Fiend ist halt situationsabhängig. Aber besonders hier, wenn es um Sustain geht und den Damage haben sie dann irgendwann, dann sieht es schon anders aus. Dann, ob hier Necroman gefunden wird oder jemand anderes, aber nein, es ist Necroman. Cold Snap wird jetzt benutzt, ja, und Necroman hat ein blitzekleines Problem, aber ZNC kommt rein. Oh, die sind Creeps. Rechnen Omnislash ein bisschen ab, aber wir haben einen schönen Death Ward und absolut keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Und da fallen schon den neuen Yuki ist down, Resolution ist down, Illidan versucht hier wegzukommen. Und nur PGG ist down dafür. Illidan kommt noch gerade so weg. Fly ist vielleicht nicht so lucky. Wird hier stark gedived. Aber wird wahrscheinlich mit der schöner Silence jetzt. Aber der Slow einfach den Poison. Könnte es eventuell ermöglichen. Die Healing Ward sollte vielleicht down gehen. Ja. Und dann könnte es hier die Möglichkeit sein, für Empire zu turnen. Nur Illidan ist aber allerdings da und es wird vielleicht ein bisschen schwierig. Shadowblade noch da. Slender ist jetzt hier derjenige, der down gehen soll. Und kriegt er auch down. Und weiter geht's. Greedy Greedy, PTG ist da und jetzt kommt die Cast und das ohne Dark Pact und das killt auch Illidan. Bisschen overextended. Und jetzt erst sind der Rest von Empire da. Von daher zu früh engaged.
Definitiv. War zu viel. Wollte mehr. Zu viel abgegeben. Wenn man den Fight Recap guckst, hat irgendwie niemand gewonnen, außer Negroman mit 1600 Gold und einiges in Erfahrung. War alle hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ah, das sieht man auch direkt, also Netwealth Graph, Necroman direkt hinter Illidan jetzt. Ja, auf einmal, ne? Wir sind jetzt halt die Kills, da müssen halt Empire jetzt aufpassen, weil Early Kills sind super, ja, 25 zu 12, doppelt so viel, aber, naja, wenn die Streaks rauskommen, dann kommt da doch der Farm nach und die paar Early Kills sind dann sehr schnell vergessen. Networth geht sogar schon weiter runter im Graphen. XP ist jetzt bei 2500 nur noch für Empire angelangt. Und das bei 13 Kills weiter. Ach, 6.82 all over again. Oh, 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 nice Cask. Ja, nice Cask, war schon vorher gecastet. Und Deathward, okay. Hatte noch Skewer, oder? Ja, hatte sowieso noch Skewer, okay. Versucht den Damage rauszuhalten. Das Maledikt, den Damage zu machen, aber schnell raus, TP'd. Ja, währenddessen Resolution holt sich den Bottom Tower. Alles easy. Alles easy. Ja, ich glaube, Resolution hat ein schönes Game. Der läuft halt über die Map, hat seinen Spaß solo und. So wie ein Freizeitvergnügungspark. Ach, geh ich mal dahin, geh ich mal dahin. Lass mal hier gucken. Ach, ist hier auch ein Easy Kill. Auf Slender ist halt auch so ein Easy Kill. Mit Cold Snap und mit Orchid kriegt er halt auch nichts raus. Ja. Und er hatte halt auch noch nichts. Nicht mal ein Dagger. Ja. 20 Minuten drin, ja. Startschild. Für Resolution, wenn er muss halt jetzt Go machen, sonst ist er ein bisschen zu spät hier. EMP, ja. Muss jetzt hier zurück zu den Rotations kommen. Oh, Jukes! Aber es reicht nicht, da kommt die Cast und das ist der Kill. Hätte vielleicht ein bisschen weiterlaufen können. Bei dem Hundspeed von Resolution wäre wahrscheinlich genug gewesen. Also es ist halt nur mit der hinterher kommt. 5-Man-Rotation dafür, alle nach Bottom, während die Slug aber auch schon sowieso da. Top den Tower holt, Mitte der wird der Tower geholt. Ich weiß nicht, ob die Rotation sich wirklich gelohnt hat. Ja, der Punkt war, dass sie halt hier waren. Sie waren halt hier und sowieso schon hier, von daher war das halt nur kurz rübergehen. Aber im Prinzip, dadurch, dass sie halt sowieso da auf die Bottom-Lane gekommen sind, noch einen Kill bekommen, einen wichtigen. Ja. Und Illidan kriegt den Kill nicht. Eventuell turnt er jetzt hier. Ja, mit der Double-Damage-Rune. Sollte er mich da auf jeden Fall was bekommen, aber nope. Muss ich hier zurückziehen. Oder auch nicht. PGGs, wäre der Dame das offen zu machen. Holy shit, macht ihr den Damage, bitte Double Damage Rune. Ja, und da kann man auch schon mal so einen Tower holen. Sehr aggressives Play von Empire jetzt hier. King of the Hill. Ihr kommt nicht vorbei. Ja. Und auch, weiß nicht, könnte halt auch noch so ein Ding werden, wenn Illidan fett wird und einige dann Damage hat. Dann ist es halt auch das Ding, Overpower auf den Slug und dann AP und reinbratzen. Ist zwar nicht so cool wie eine PA, aber ist halt was. Ist schon sehr effektiv. Ja, ist schon sehr effektiv. Omnislash versucht jetzt hier angebracht zu werden und irgendwie findet er nichts. Außer was für ein Fly, der jetzt einfach hier Grave TP'd. Schön gejuked. Und dann seid ihr bei Joki, der kommt aber auch weg. Niemand, den sie hier finden. Und BKB für Illidan. Das hilft nicht die ganze Zeit, die Kills zu holen. Shadowblade jetzt hier, guck mal, wen er findet. Screen wir vielleicht ein bisschen. Nein, er wird CXC. Und kriegt ihn tatsächlich sogar mit dem Dark. Mit dem Dark Dings. Shadow Dance, natürlich. Auf der Tops, ein bisschen weiter oben. Resolution jetzt hier gegen die Pandas. Und es sieht, ja, natürlich nicht so gut aus für die Resolution, muss hier Invis gehen. Aber jetzt. Panda ist down. Brewmaster hat sich Pause. Screen ist kurz raus. Weiß ich nicht. Empire werden jetzt hier auf jeden Fall reengagen. Und das sieht, glaube ich, nicht so gut aus für Moscow 5, weil Juggernaut ist down. Kriegen jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, ob sie Venge überhaupt bekommen. AP ist auch ready. Force Death im Zweifel auch. Kann sich die UP direkt rein Force Deathen. Ja, das wird interessant, ob sie halt genau hier in dieses Dreieck. Es sind halt vier zusammen und wenn die sich jetzt schlecht bewegen, wenn die jetzt ein Go machen, weiß nicht, wie viel sehen Moscow 5 eigentlich hier. Die sehen halt nichts. Und ja gut, eigentlich sollten sie jetzt überlegen, ja nein. Die sind alle noch da, sie waren alle noch volles Leben. Sogar Dazzle ist halt wieder da, der sich halt nicht in den Fountain TP'd hat, sondern an den T1 in der Mitte und dann einfach wieder hochgelaufen ist.
Also halt wohl überlegt, halt nicht gejuckt, ich bin weggekommen, zum Tower zurück, einfach doppelte TP, sondern nein, zum Tower und Reengage. Schon ziemlich cool. Ja. Und ja, auf jeden Fall, wenn Moscow 5 hier weiter engaged, wird es eine Katastrophe für Moscow 5. Wenn, ja, sie sich zurückziehen, verlieren sie wahrscheinlich PGG. Es ist Nacht, von daher konnte Screen wahrscheinlich wegkommen, Slender hat einen Blinkdagger, kommt weg und Necroman sollte mit dem BKB auch tanky genug sein, so schnell sind sie halt auch wieder hinten nicht. Das Problem ist halt nur, Joki, 2 Sekunden Blinkdagger. Ich glaube 1,5 Sekunden sind das. Das ist halt das Problem. Sie sehen ihn, glaube ich, aber, oder? Die Vision von Dire sieht genau nicht ihn. Ja. Wird aber jetzt Screen sich mal so umgucken. Von daher, wenn sie jetzt nur betrachten, was sie jetzt hier sehen, sehen sie halt wirklich nur die Venge, die gerade hochgelaufen ist. Invoker ist Invis geworden und ist auch abgehauen. Und dann könnten sie eventuell sagen, dass sie die Wave noch, die Venge noch bekommen. Ja, Malereien. Okay. Sieht so aus, als ob Necroman hier auf der Karte malt, dass sie alle noch hier sind und wir uns zurückziehen sollten. Und ja, die Pings von Omnis on the Fly, go! For the love of God, go! Auf jeden Fall. Und weil, ja genau, sie sehen halt irgendwie alles. Und wirklich jeden Hero hier. Ja. Also muss man schauen, Moscow 5, wahrscheinlich werden sie sich zurückziehen, wenn sie es nicht tun werden und Necroman einen Schritt nach vorne kommt, wird das eine 4-Man-AP und Total Disruption, Total Domination, Total Destruction, Total Annihilation, Total irgendwas. Dinge werden passieren. Gott, instantly deleted from the game. Ja, Doom haben wir nicht drin, aber ja, mit AP und der dem Damage, den sie jetzt hier reinhauen können, könnte das ganz gut zugreifen. Wobei, Invoker hat tatsächlich nichts. Also Invoker kann hier nichts machen, außer ein Orchid. Also werden wir hier keine... Kein instantly deleted sehen, aber ich glaube, sie werden mit einem etwas langsameren Löschvorgang von der Platte gewiped werden. Um es mal so auszudrücken. Ja, dann, glaube ich. Können wir uns zurücklehnen und warten. Eine ganze Weile raus. Ja, Disconnect. Kurze Lags, Router Restart oder sowas. Ja. Empire ist jetzt knapp 10.000 Gold vorne. Und XP 5.000. Ja. Set Necroman, der halt noch drin ist. Hat das BKB, ist er noch 10 Sekunden BKB. Ich weiß nicht, ob sie das schon gesehen haben. Also, sollten sie gesehen haben, aber ob sie es realisiert haben oder ob sie sich darauf eingestellt haben, das ist halt eben die Frage. Könnte vielleicht auch noch so eine Aussage werden, die noch relevant ist. Ja klar, also wenn RP into Requiem of Souls kann auch genau in die falsche Richtung losgehen. Stimmt auch wieder. Wenn er vorher das BKB rausbekommt und dann halt einfach ja den Follow-up dann mit dem Requiem macht. Er hat aber kein Mana für Requiem tatsächlich. Ja, 4 Stick Charge ist okay, hat Mana. Er sollte auch von der Bottle Charge, die er gerade noch stimmt, noch genug Mana bekommen, um es zu machen. Ja, weiß ich nicht. Das sind 23 Mana, die eine Bottle gibt und es ist zu 6 Achteln weg und nein, 7 Achteln ist es weg, keine Ahnung, es ist nicht mehr viel Mana. Aber die Stick Charges sind noch da, er kann auch Thread switchen. Von daher kann er sich also alles überlegen. Insgesamt sollte er es rausbekommen, außer er macht noch einen Race. Ja, ich glaube so greedy wird er nicht sein, keine Ahnung. Aber 2 Races in die richtige Richtung kann das auch genug sein. Resolution zeichnet schon hier unten, ne, zum Bottom Tower. Einmal abreißen bitte. Jetzt pinkt er auch noch hin. Keine Ahnung. Also erstmal sind sie oben. Erstmal nehmen sie den Top Tower. Und ich weiß nicht, ob sie da wirklich die Zeit haben, auf die Bottom Lane zu gehen. Ich glaube eher Mitte liegt dann drin. Ja, oder Top einfach, wenn sie den Fight gewinnen. Top Tower ist ja schon unter HVP. Aber nee, er möchte auf gar keinen Fall. Er möchte... Was will er uns damit sagen? Ja, ich glaube, er möchte da eine Ward haben oder so. Kann auch sein, ja. Da wurde ich beim letzten Mal getötet. Genau da muss die Ward hin. Ich habe sie alle nicht gesehen. Aber. Ja, mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, wenn sich Moscow 5 dafür zurückzieht und sie nichts bekommen, ob sie dann halt den Tower gehen können. Ob Empire genug Space hat. Weil, naja, Jugger ist da, okay, Jugger hat keine Ulti. Ja, wie das laufen könnte. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber dafür spielen ja hier Menschen und es wird nicht autocomputed. Ja, Moscow 5 ist in den nächsten 90 Sekunden, glaube ich, kein Feind möglich. Also Panda Split ist auf Cooldown.
Ja, stimmt auch Einzige, wieder. der wirklich was hat, ist halt Shadow Fiend und Witch Doctor. Und ich glaube, Witch Doctor wird viel zu schnell in den Fights sterben. Na, PGG will Go machen. Screen ist noch nicht da, aber hey. Naja, ja. Mal schauen. Also es wird halt, ja, ich glaube auch einfach an den Dingen, die auf Cooldown sind, wenn sie jetzt hier keinen Go machen. Aber dafür ist ja jetzt der Reconnect da. Und wir schauen uns das mal schön aus der Vogelperspektive an, was da so passieren wird. N, Go. Und ja, alle B. Ja. Klar. Na gut, aber ja, wie gesagt, PGG wird noch sterben. Haut nochmal alles raus. Death Ward, solange er Cooldown ist, nicht, dass man ihn nochmal benutzen könnte. Aber ja, auf Illidan bringt es tatsächlich nichts. Die paar AP weg sind. Hilft nichts. Und ja, es scheint, dass sich jetzt Empire jetzt auf den Bottom Tower gehen oder was? Nee. Ziehen sich auf jeden Fall zurück. Na, Joki muss deffen und der Rest kann halt einfach rein. Haben jetzt auch besprochen, okay, alle Ultis sind auf Cooldown. Wir können jetzt easy den Top Tower holen und dann, keine Ahnung, haben wir die Lane schon rausgepusht, um in die Mitte zu holen oder sowas. Ja, Illidan hat sich auch gescoutet, dass hier unten der Ward ist, ein Empire. Frisch gesetzt. Ja, mal doof, wenn er dewardet wird. Überhaupt D-Wards hier. Joki, nope. Joshi, no. Aloha Dance. Always gonna fly. Keine der A-Wards. Von daher wird es vielleicht gleich gekauft werden. Der Wards sind im Kurier. Zusammen mit dem Force Death kommen die jetzt raus. Dann wird wahrscheinlich der Ward sehr schnell weg sein. Und Empire wird die Mitte contesten. Und angehen. Die Frage ist halt: 30 Sekunden Omnislash, 30 Sekunden Split. Wenn Moscow 5 noch delayen können, dann können sie es durchaus tun. Aber ich glaube nicht, ob sie 30 Sekunden haben, ich glaube sie haben 20. Die nächste Creep Wave wird das Ganze sein. Andererseits ist die nächste Creep Wave, bis sie hier ist, genau 30 Sekunden. Daher, ja, Moscow 5 werden hier online sein. Aber Empire werden noch nicht fighten. Resolution ist nicht da. Von daher, wenn sie nicht fighten, aber vielleicht overextenden, kann ja auch sein. Ansonsten Split-Push am Start, Illidan pusht in die Top-Lane rein, während der Rest von Moscow 5 Mitte deft. Und das Hans hier, Lord, dann sehr greedy vorne. Weiß er, dass sie da gesehen wird. Geht trotzdem hin. Die Wards sind nicht am Kurier, ja. Wer hat sie? Wo ist denn eine Fly? Nein, wer hat denn hier die Wards bekommen? Ist das Illidan? Nein. Wenn doch hier Wards. God damn it. Genau gesehen, dass sie zwei Wards haben. Aber die sind weg. Weg, ja. Wer hat meine Wards geklaut? Okay, sie wahrscheinlich haben sie eine hier unten hingestellt. Und die andere. Hä? Waren zwei Sentries drin, ich hab's genau gesehen. Ja, Dota mag mich nicht. Na gut. Dann vielleicht eben nicht. Vielleicht ist Empire einfach perfekt da drin, Wards zu verstecken. Dire's bottom tower is under attack. Ja. Ah, jetzt wird Resolutions Plan ausgeführt. Die Bottom Tower abreißen. Auf jeden Fall. Ja, aber ohne Ward, ne? Und auch ohne Contesten. Ja, ich glaube, Empire fühlt sich gerade sehr wohl. Sie können quasi machen auf der Map, was sie wollen. Es sind jetzt auch alle Tier 2s weg. Ich bin jetzt ernsthaft gerade irgendwie die Map im Raum fliegen, ob hier irgendwo Wards rumliegen. Die müssen irgendwo sein, Mann. Hätte die genau gesehen. Vielleicht wollen sie schon die Warde von einer anderen Sentry. Hä, wie denn? Die sind alle so lange dran und haben nie. Also, Moscow 5 ist halt nicht aus der Base rausgekommen in der Zeit. Und der Ward hier ist ausgelaufen, der unten der Ward ist neu, also das kann einer der Wards gewesen sein, aber jetzt immer noch ein Sentry und ein Observer Ward drin, Mann. Ich bin doch nicht verrückt. Bitte sag mir, dass ich nicht verrückt bin. Sie wurden mit Absicht irgendwo abgelegt, wo du sie nicht findest. Ja, es sieht so aus, keine Ahnung. Muss ich irgendwann nochmal das Replay gucken, wo die hin sind. Das war nicht der Dire Courier, nein, das war hier unten irgendwo. Weil sie haben sie halt wirklich wieder verkauft. Aber nein, eigentlich ist es der. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Wards sind on Cooldown. Und ein einziger Ward steht. Das heißt, es muss ein einziger Ward noch im Spiel sein. Und jetzt am Kurier sind zwei Sentries, die sind immer neu. Wo ist dieser Observer-Ward, Mann? Mann! Okay, lassen wir das.
nicht mehr zu finden. Ja, naja. Das nächste wird wahrscheinlich Roshan sein. Wir müssen jetzt irgendwann Roshan holen und dann wird es auch irgendwann Highground gehen. Depush, ein paar Raises sind da und keine Ahnung, die Cast ist natürlich auch noch technically Depush. Von daher weiß ich nicht. Trotzdem nicht so viel da, von daher Moskau 5. Weiß nicht, wie lange sie sich halten können, besonders gegen der Aegis auf Illidan oder so. Aber der Go kommt jetzt hier an. Nachtzeit und sehr weit hier schnell weg. Und Turn ist da. Oh, ganz großes Desolate auf einige hier. Aber Wiz von der Fly hat den ganzen Omni Slash getankt und ist immer noch da. Illidan ist jetzt hier mittendrin mit dem BKB. Vielleicht ein bisschen low. Aber kommt hier down. Dazzle haben sie bekommen. Dafür könnte schlimmer sein, würde ich jetzt mal sagen. Bin Smoke Gank mit ja. Quasi allem. Omni Slash und Blue Split und Nightstalker Nacht. Ist nicht sehr viel rausgekommen. Tja. Ja, ist jetzt hier 90 Sekunden Zeit, was zu tun. Aber erstmal Empire macht den größten Fehler. Sie sind gesplittet. Wollen jetzt nicht Go machen. Venture Spirit geht noch down. Oder auch wird Alua denn nicht. Sterben. Ja. Geht hier noch down. Naja, sollten vielleicht irgendwas zusammen machen. Sie hatten jetzt eigentlich Zeit, um was zu tun. Könnten Roshan machen, können, na, keine Ahnung, Highground gehen. Aber das weiß ich nicht. Haben jetzt halt Moskau 5 ein bisschen Raum zum Atmen gegeben. Und das nutzen sie halt direkt. Aber Skadi jetzt auch ready auf Illidan. Das heißt, er ist jetzt quasi tanky und alles zusammen. Ja. Ja, 28 Minuten Skadi ist schon ganz schlecht mit Shadowblade und BKB und Midas davor. Ja. Also, frühe Dinge, sehr frühe Dinge, glaube ich, waren Skadi nach 22 Minuten mit Yasha Skadi. Und er hat halt durchaus mehr Items davor. Aber es ist halt auch ein Midas. Das heißt, je später es wird, desto. Also, desto einfacher wird das Item-Timing. Immer noch keine Roshan. Weiß nicht, worauf sie sich warten. Damage haben sie eigentlich. Mit dem Empower of Slark macht er auch einiges in Damage. Das ist wahrscheinlich 300 Damage oder so langsam. Mit der Venge Aura und so, sowieso. Linker Venge, ja, Initiation in der Mitte auf CXY, aber keine Möglichkeiten hier da. Swap wurde von der Venture Spirit, glaube ich, eben aus Spaß benutzt. Obwohl es von der Fly hatte, glaube ich, ein bisschen Spaß und hat einfach so eine Swap gemacht. Schadet vielleicht jetzt ein bisschen. Tja. Ja, es wirkt ein bisschen unkoordiniert, was Empire momentan macht. Also, sie sollen echt einfach Roshan nehmen und dann überlegen, ob sie es lieber Split pushen wollen oder ob sie einfach zu fünft in eine Lane reinpushen. Ja. Was sie jetzt natürlich tun, ist den Farm denyen und halt sie in der Base halten. Dass Moskau 5 halt nichts bekommt und Empire im Prinzip mehr Space zum Farmen hat, natürlich. Aber das weiß ich nicht. Kann halt gut sein, dass sie jetzt auf Item-Timings warten, um dann Rosh zu gehen, dass sie jetzt sicher sind. Das Item-Timing könnte der Refresher of Magnus sein, der in, ja gut, 1000 Gold kommt oder so. Oder halt einfach PGG, den sie finden und mal wieder töten. Oh, ist von der Fly pinkt hier. Ohne Ende drauf, keine Ahnung. So ein, was tut ihr da, warum feedet er uns? 3-2-2. Ja, auf jeden Fall. Währenddessen Illidan, der Split-Push ist gerade strong in him. Ja. Aber Empire hat immer noch keinen so richtigen Plan. Vielleicht gehen sie jetzt in die Bottomlane rein, genau während Illidan oben wegzieht und danach geht er wieder rein. Von daher, Split-Push und der Go von Empire jetzt auf die Bottomlane. Frage ist, wie jetzt Empire reagiert und wie Moskau 5 reagiert. Und das ist ein Split und instantly raus und Illidan wahrscheinlich oben rein. Bruce ist jetzt raus, wenn sie jetzt hier nichts bekommen. Einen Lift kriegen sie hier raus aus Resolution. Frage ist, was sie damit anfangen können, denn der Swap ist jetzt einfach oder so da. Ja. Nicht mal der Dust hat getroffen. Das ist bitter. CXY. Jetzt hier der Swap rauskommen, weiß ich nicht. Oh, auch einfach der Blink. Und AP oben auf 2. Instructor Shadow Fiend geht hier down. Omni Slash kriegt Yoki nicht ganz. Springt zurück auf Resolution. Und Resolution wird das jetzt erstmal ein bisschen spacen. Auf der anderen Seite ist Empire mit Moskau 5 fertig, von daher wird jetzt auch der Wraparound gemacht. Beide sind hier drin, von links, von rechts kommen hier die Sachen. CXY ist da noch drin, Slender konnte rausblinken. Und CXY TP'd einfach nur raus. Oh, Swap in letzter Sekunde und einige Kills, die hier sind. In der ganzen Zeit ist, weil die Shadowfiend schon wieder respawnt. Oder war das ein Buyback? Das war ein Buyback, also Illidan hat Shadowfiend getötet, den Tower geholt und
Ah, auf der Top-Lane war das, ja. Genau. Und Buyback. Und ja, nicht so viel gebracht. Also ja. Ich jetzt hier ein Problem bekommen, aber. Ulti kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh, und dieser Tornado, der beide holt. Und Necroman geht jetzt hier down, Dieback. Und damit wahrscheinlich auch GG für Empire. Ja, definitiv GB. Ja. GG von Screen nach 32 Minuten. Mit einer, ja, doch eigentlich überzeugenden Performance von Empire, obwohl sie halt irgendwie mit Game da ein bisschen. Ja, weiß nicht. Ein bisschen geslackt haben. Ein bisschen sich Zeit gelassen haben. Und ja, aber sie haben wirklich Schwäche gezeigt. Ja, sie hatten keine Schwäche, sie hatten vielleicht nur, weiß ich nicht, ich weiß nicht den Grund, warum sie jetzt nicht auf Rush eingegangen sind. Vielleicht Confidence, also ich meine nur, es war überzeugend, aber sie hätten vielleicht zwei Minuten schneller hätte fertig sein können. Aber nicht keine Kritik, sondern es wäre möglich gewesen, wenn sie ein bisschen greedier vielleicht gespielt hätten. Ja, ja, definitiv. Aber Illidan 17-4. Das Biest ist Illidan, Storm Range, Stormbringer. Stormbringer, oder? Stormbringer, ja. Ist nicht zu stoppen. Joki auch auf dem Magnus 6-1. Schöner Piece. Tja, das wird, ich gespannt, ob das der übliche Stomp war und Moscow 5 jetzt das Ding 2-0 gewinnt. Oder ob hier Empire einfach 2-0 durchzieht. Oder ob Moscow 5 halt einfach noch den nächsten Draft ein bisschen besser hatte. Vielleicht war es auch nicht so der Draft für sie. Wir werden schauen. Game 2 folgt in Kürze.